Anni Friesinger, 16 Jahre alt, aus Inzell. Seit 3 Jahren hat sie nur ein Ziel, immer schneller zu werden. Schnelligkeit im Eislaufen beginnt bei den Schuhen. Die müssen hauteng sitzen und sind deshalb immer eine Nummer kleiner als normale Schuhe. Aber aus ganz weichem Leder, um sich dem Fuß richtig anzupassen. Wie ein Handschuh. Auch die Spezialuhr zur Messung der Pulsfrequenz ist aus dem modernen Eisschnelllauf nicht mehr wegzudenken. Jeder Läufer bekommt sie vor dem Training ans Handgelenk. Eisschnelllauftraining ist anstrengend, vor allem wenn Starts auf dem Programm stehen. Mit anderen Worten, Schulbücher und Hefte gehen mit in jedes Trainingslager. Denn nur mit guten Noten ist der Weg frei für Spitzenleistungen. Übrigens, Annis Höchstgeschwindigkeit auf dem Eis beträgt beim Sprint über 50 km pro Stunde. Da hat selbst unser Hubschrauber seine Mühe, noch ruhige Bilder zu liefern.